Salam und hallo ihr Lieben, wie versprochen habe ich mir ja vorgenommen, dieses Jahr auf jeden Fall viel mehr Videos auf Deutsch für euch zu drehen, weil die Nachfrage halt auch so groß ist. Also fange ich schon mal erst an mit meinem Hackfleisch-Tagine oder auch Kifta-Tagine. Dafür braucht ihr einmal 300 Gramm Hackfleisch, habe ich hier. Dann habe ich Paprika, also immer einen Teelöffel, Paprikapulver, Ingwerpulver, Kurkuma, ein bisschen Chiliflocken. Und dann gebe ich noch total gerne Curry dazu. Das könnt ihr hier bei, ich habe das jetzt von Lidl gekauft. Da ist wirklich alles Mögliche mit drin. Ne? Sieht man das? Nee, wird man nicht sehen können. Also da ist Kurkuma drin, ne? Kumin, Koriander, Boxhornklee. Also auch die Gewürze, die wir normalerweise auch in der marokkanischen Küche oft verwenden. Knoblauch, Fenchel. Okay, das machen wir normalerweise nicht in Kifta rein oder in Hackfleisch rein, aber ist gar nicht schlimm. Ich finde, das schmeckt so lecker. Ich habe auch kein Kumin, deswegen, ich habe schon lange noch kein Kumin, mache ich auf jeden Fall da ein bisschen von mit rein. Mir schmeckt das total lecker. Dann habe ich noch frische Petersilie und frischen Koriander, also so einen kleinen Bund, so ein kleines Bund. Das hacke ich richtig gut, also richtig fein und gebe es dann noch zum Hackfleisch. Dann habe ich eine große Zwiebel. Die werde ich in der Pfanne vorher anbraten. Also erst die Hackbällchen anbraten und dann kommen die Zwiebeln rein. Weil wenn ihr die Zwiebeln vorher anbrät, dann verbrennen die und das Hackfleisch ist aber noch nicht angebraten. Also immer mit dem Fleisch erst anfangen, dann die Zwiebeln rein. Aber das zeige ich euch gleich nochmal. Ich hacke jetzt hier erstmal alles schön zu Ende und dann komme ich gleich wieder zurück. Ich habe ganz vergessen zu sagen, dass ihr natürlich auch Salz reintun müsst. Ich habe jetzt das Hackfleisch so in kleine Hackfleischbällchen gerollt. So, und dann gebe ich das jetzt hier in die Pfanne rein. Dann brate ich das erst an. Ach ja, und ich habe auch nicht die ganze Petersilie verwendet und den Koriander. Das lasse ich nämlich noch ein bisschen später zum Verzieren, wenn die Pfanne dann fertig ist. Oder der Tagine. Brate ich jetzt erstmal an in Ruhe und dann kommen die, also so eine nicht richtig ganz anbraten, dann kommen nämlich die Zwiebeln nämlich noch rein, die braten ja auch noch ein bisschen mit an und dann kommt noch ein bisschen Paprikamark und Tomatenmark mit rein, aber das zeige ich auch alles nochmal. So, das geht auch total leicht. Die Hackbällchen sind jetzt teilweise angebraten, jetzt kommt auch schon die Zwiebeln rein. Jetzt habe ich ein bisschen Petersilie reingegeben, aber das ist nicht so schön. Ihr könnt auch gerne Knoblauch reingeben und ich gebe jetzt noch ein bisschen Wasser. Wirklich nur so einen Esslöffel Wasser mit rein. Und brate das jetzt nochmal in Ruhe an. Auf mittlerer Stufe. Ich habe mir so ein Teil gekauft, seht ihr das? Ich benutze das gar nicht. Ich habe mir gedacht, ich tue da immer den Kochlöffel drauf, aber irgendwie vergesse ich das immer. So, ach ja, und jetzt kommt noch ein eine Esslöffel Paprikamark. Dafür benutze ich immer hier den aus dem türkischen Supermarkt. Was dabei immer ganz wichtig ist, der wird ganz schnell schimmelt, der schimmelt ganz schnell. Wenn ihr eine Packung aufmacht oder ein Glas aufmacht, gebt einfach noch Olivenöl mit rein. Dann diese Ölschicht, die obere Ölschicht, verhindert, dass das Paprikamark schimmelt. Das ist auch ganz wichtig. Das ist mir ganz oft schon passiert und seitdem ich diesen Tipp habe, bin ich total dankbar. Ich habe jetzt einen Esslöffel Paprikamark und einen Teelöffel Tomatenmark dazu gegeben. Ich habe jetzt meinen Kochlöffel gesucht und vermische das jetzt alles nochmal miteinander, damit das auch mit schön anbratet. Anbrät oder anbratet? Die große Frage. was wollte ich euch noch sagen? Irgendwas wollte ich euch auf jeden Fall noch sagen, bevor ich es vergesse. Ja, zur Zeit, wenn es Tomaten gibt, schmeckt es super lecker, wenn ihr frische Tomaten einfach reibt, statt Tomatenmark dazu gibt. Also ich mache auch noch Tomaten gleich mit rein, diese Sherry-Tomaten, weil ich finde, okay, jetzt schmecken die Tomaten meiner Meinung nach noch nicht. Es ist halt noch zu kalt. Also diese schönen Sommertomaten, die gibt es halt noch nicht. Aber wenn ihr die, wenn ihr das Gericht im Sommer machen solltet und es dann schön lecker Tomaten gibt, dann reibt ihr einfach nur so zwei große Tomaten mit rein. Das schmeckt wirklich richtig lecker mit frischen. Alles schmeckt eigentlich lecker mit frischen Sachen, aber das besonders. Wenn ihr merkt, dass die schnell anbraten, die Zwiebeln, ich habe noch ein bisschen Wasser dazu gegeben, so zwei Esslöffel ungefähr.
Aber jetzt kommt das Wichtigste überhaupt. Also jetzt mache ich 100 Milliliter Wasser, heißes Wasser, rein in die Pfanne. Lass es kurz aufköcheln. Und jetzt kommt der Trick. Normalerweise habe ich einen Tagine, den habe ich aus Marokko mitgebracht. Der hat so einen Metallring. Damit kann ich auf dem Ceranfeld ganz normal kochen. Der zerplatzt auch nicht. Leider habe ich den durch den Umzug immer noch nicht, seht ihr schon wieder den Kochlöffel, immer noch nicht ausgepackt. Also der ist immer noch im Keller. Deswegen benutze ich jetzt einfach den Tagine, den ich im Lidl gekauft habe. Und der ist aber leider nicht für ein Ceranfeld geeignet. Den kann man nur für den Ofen benutzen. Aber das ist gar kein Problem. Ich habe ja jetzt schon alles angebraten. Mache jetzt die Platte zu und dann dekoriere ich alles in dem Tagine. Ich zeige euch das noch mit dem ganzen Gemüse. In den Tagine könnt ihr wirklich jede Art von Gemüse reingeben. Ich habe jetzt Kartoffeln, Tomaten, Paprika und die Kräuter. Ich würde auch, wenn ich jetzt Erbsen hätte, würde ich auch mit reingeben. Das schmeckt auch richtig lecker. Und Oliven. Oliven hatte ich gedacht, ich habe welche. Ich muss noch mal gucken, vielleicht finde ich sie noch. Grüne Oliven passen auch super lecker in den Tagine. So, ich gebe das jetzt alles hier so rein. Das ist halt auch total schön, darin dann auch zu servieren später. Ich zeige den jetzt mal ganz kurz. So sieht der Tagine aus. Ich weiß nicht, ob man den online auch noch kaufen kann. Ist leider nur für den Ofen gedacht. Das soll jetzt keine Schleichwerbung hier sein. Ich bin wirklich zufrieden damit. So, noch die restlichen Zwiebeln. Dann richte ich das hier so an. Also wundert euch nicht, wenn jetzt die Flüssigkeit, ich zeige euch nur, wenn das euch die Flüssigkeit, die Soße zu viel erscheint. Das ist gar kein Problem, weil die Kartoffeln brauchen ja auch noch Soße, um zu kochen. Ich richte das einfach so alles hier. Ich habe die so in Scheiben geschnitten. So typisch marokkanisch. Ich bin ja ursprünglich Berberin und ich liebe Berber-Tagine. Also wenn ihr mal in Marrakesch seid oder in Agadir in der Umgebung, müsst ihr unbedingt da mal ein Tagine auf Holzkohle probieren. Das ist einfach so ein einzigartiger Geschmack. Viel schön, viel Gemüse drinne. Und die sehen auch immer so lecker aus. Ich könnte jetzt eine Stunde darüber erzählen, wie lecker das Essen in Marokko ist. Also ihr könnt das natürlich so machen, wie ihr gerne möchtet. Ich lege es mir jetzt einfach nur so zurecht. So eine Art blumenmäßig. So. Dass auch alles so schön beieinander liegt. Das sieht hier gar nicht so gut, ne? Ich sollte, glaube ich, so machen. So. Genau, so ist, glaube ich, besser. Lege ich hier noch dazwischen die Tomaten. Also das würde man jetzt zum Beispiel in Marokko nicht machen mit den Tomaten. Das würde man, da würde man eine große Tomate nehmen, die in Scheiben schneiden und oben drauflegen, auf den Kartoffeln. Aber da wir jetzt improvisieren und ich keine Tomaten habe, zumindest keine großen, machen wir das jetzt so. Dann habe ich noch rote Paprika, ihr könnt auch grüne Paprika nehmen. Ich glaube, ich habe sogar noch grüne Paprika, vielleicht nehme ich die nochmal raus, schneide die auch nochmal zurecht und mache es hier so ein Deko draus. So. Ich gucke noch mal schnell, ob ich grüne Paprika habe, dann mache ich die auch noch mit rein. Wenn nicht, dann kommt da nämlich schon die Petersilie drauf. Ich habe eine Paprika gefunden, ich habe sie gewaschen, beschneide sie jetzt. So. Wusstet ihr, nebenbei, diese Körner, wenn ihr die pflanzt, dann bekommt ihr Paprika. Das habe ich letztes Jahr im Sommer gemacht. Ich habe einfach diese Körner auf so ein Krepptuch getan, die hier. Und habe sie eingepflanzt. Und ich hatte wirklich Mini-Paprikas am Ende. Erstmal sieht die Pflanze total schön aus. Abgesehen davon, dass die Paprika wächst. Nur die Pflanze an sich sieht schon richtig gut aus. Also falls ihr es nachmachen möchtet, einfach
Blumenerde nehmen, die Körner reinwerfen, dann Blumenerde ein bisschen wieder drauf, also ne, einpflanzen und dann abwarten. Und dann habt ihr später eine Paprikapflanze. So, und das sieht auch schon viel bunter aus, wenn jetzt was Grünes mit dabei ist. So, ich habe zwar die Kräuter. Wir machen das natürlich ordentlich und machen die Farben abwechselnd. Jetzt hier schon die marokkanischen Farben hier geworden. So, ganz unbewusst hier. So. Wo kann ich noch eine rein? Ah, die kommt in den Mund. Habt ihr schon so jemand so eine YouTuberin gesehen, die mitten in dem Video einfach das Gemüse vernascht? So, und dann kommen jetzt noch die Petersilie oben und Koriander oben drauf. Ich könnte das jetzt schon so essen. Das sieht so lecker aus. Eigenlob stinkt. Aber das ist wirklich gesund, lecker und sieht auch richtig appetitlich aus. So. Und das ist das Ergebnis. Noch nicht ganz. Es kommt jetzt bei 200 Grad in den Backofen. Ja, bis die Kartoffeln halt durch sind. Es kann manchmal länger, manchmal nicht so lange dauern. Aber so 30 Minuten würde ich auf jeden Fall schon abwarten. Dann sehen wir uns gleich. Mache jetzt mal den Saufstall wieder sauber. Der Tagine ist jetzt fertig. Ich werde jetzt nur schnell mal den Deckel kurz abnehmen, damit das auch nochmal schön von oben so ein bisschen so. Also ich lasse es vielleicht so 5 Minuten. Wow, das ist wirklich sehr heiß. So. Dieser sieht zwar schön aus, dieser, wie nennt man den denn? Dieser Handschuh, aber ich glaube, ich brauche einen dickeren. Der ist wirklich heiß. Ja, ich lasse ihn jetzt nochmal kurz ohne Deckel im Ofen. Ja, so 5 Minuten. Dann kriegt die Paprika auch nochmal so eine schöne braune Farbe. Ja, und dann war es das auch schon mit meinem Tagine. Ich zeige euch aber dann später auch nochmal, wie ich das anrichten werde. Ich hoffe, dass ihr meinen YouTube-Kanal abonniert und vergisst auch nicht, die Glocke zu aktivieren, weil ich auch noch das passende Brotrezept zu diesem Tagine habe. Ich habe den gerade gebacken, habe ich auch aufgenommen. Und dann seht ihr auch nochmal marokkanisches Pfannenbrot. Also jetzt mache ich mal den Ofen wieder zu. Und so sieht das Ergebnis aus, Mädels. Mein Tagine ist fertig. Ich habe noch Pfannenbrot dazu gemacht. Schön leckeres marokkanisches Pfannenbrot. Das habe ich euch auch aufgenommen. Da kommt auch nochmal ein Video dazu. Ich hoffe, das Rezept gefällt euch. Das Video hat euch gefallen. Ich gehe das jetzt anrichten. Mein Papa wartet. So, ich wünsche euch einen schönen Tag. Vergisst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und wenn ihr möchtet, natürlich auch die Glocke zu aktivieren. Dann seid ihr immer auf dem Laufenden, wenn es ein neues Video gibt. Bis dahin wünsche ich euch alles Liebe.